Moin, liebe TT-Twinnies, und herzlich willkommen hier zur neuen Folge in eurem Tischtennis-Podcast des Vertrauens. Mein Name ist der Markus. Fabian hier, servus. Jo, und zusammen sind wir. Twins Talk Table Tennis. Ja, Fabian, herzlich willkommen hier zur neuen Folge. Danke. Ich bin richtig motiviert und freue mich, mit dir hier ein bisschen über Tischtennis zu plaudern. Auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Definitiv. Also tatsächlich haben wir ja genau vor 14 Tagen die letzte Folge aufgenommen, also auch an einem Freitag, einen Tag vor Abgabetermin. Und da fing ja der Heimspielmarathon von unserem Verein an, der dann ja etwas entzerrt wurde. Ja, also vor 2 Wochen das erste Spiel. Weißt du noch, wer da nach Beckneustadt gekommen ist? Ja klar, Bad Homburg, Ober-Erlenbach. Ganz genau. Wie ging's aus? Ja, leider aus Sicht von Bad Homburg konnten die ja nicht komplett antreten. Wir hatten es ja schon gemutmaßt, deswegen haben sie sich einen Satz geschnappt und wir haben uns 9 geschnappt. Ganz genau. Und wir hätten ja eigentlich innerhalb von 9 Tagen 4 Spiele gehabt, haben wir in der letzten Folge erzählt. Ja. 2 Tage später, der Sonntag, das Spiel gegen Mühlhausen ist verschoben worden. Auf welchen Termin genau? Ja, jetzt auf heute. Richtig. Also wenn die Folge rauskommt, das Spiel war dann gestern. Dann sind alle 4 Heimspiele absolviert, waren dann am Ende 14 Tage anstatt 9. Ja. Und ich glaube, das ist uns ganz gelegen gekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist entspannender. Aber wir sind hier jetzt direkt schon voll im Table-Tennis-Nerd-Talk drin. Ich dachte, wir machen hier so ganz, ganz lockeren Einstieg und reden vielleicht mal über die Jubiläumsfolge oder so. Mal ganz entspannt. Ja, das darf man nicht künstlich machen. Wenn es sich ergibt, gerne. Aber ich wollte direkt einsteigen, um den TT-Twinnies nahezubringen, in welcher Situation wir uns befinden. Und es stürmt jetzt ziemlich. Vielleicht also, hört man das im Hintergrund. Freitagabend, wir haben gleich 18 Uhr, geht hier richtig rund. In der, in guten 2 Stunden bist du als Hallensprecher aktiv. Dann machen wir weiter mit dem Kommentieren. Ja. Und wenn es wieder ins Abschlussdoppel geht, was bei Beckneustadt so üblich ist oft, dann sind wir wieder nach Mitternacht zu Hause. Du, ne? Fabi, ich hoffe nur, dass der Tischtennistisch nicht weggefegt wird. Ja, das wäre nicht gut. Ja. Ja, Markus, ich würd nämlich gern über die letzten TTBL-Spiele reden, denn unsere Spiele in der Verbandsliga sind alle abgesagt, ist ja kein Geheimnis. Ne? NRW-Liga und tiefer. Alles, was zum Westdeutschen Tischtennisverband gehört, ist gestrichen. Ich habe mich überhaupt nicht informiert, wie das in den anderen Verbänden aussieht. Ich aber ein bisschen. Ähnlich, ne? Also HTTV, Saisonabbruch, kam am 9.2. Ja. Als Unteroberliga. Und bei uns kam es ja am 11.2. Ist natürlich mega schade. Mhm. Und gerade wenn man mitbekommt, Karnevalveranstaltungen finden statt. Gerade in Kölle und so. Aber ich glaube auch der Hauptgrund, das stand ja in diesem Schreiben, ist nicht, dass man denkt, das ist wegen Corona überhaupt nicht zumutbar, sondern in dieser freiwilligen Phase. Ja. Bei uns in der Liga zum Beispiel waren wir die Einzigen, die gespielt haben. Ja. Und das wäre einfach ein zu großer organisatorischer Aufwand, dann noch alle Nachholspiele stattfinden zu lassen. Und dann gibt es ja manche Mannschaften, die wollen wegen Corona eigentlich gar nicht spielen, werden die dann bestraft. Indem sie nicht antreten können und so. Also ich finde es mega schade, aber auf der anderen Seite kann ich es schon irgendwo nachvollziehen. Auch wenn es natürlich im Vergleich zu anderen Bereichen, die vielleicht eine bessere Lobby haben als Tischtennis, da finden dann Sachen trotz Corona statt. Ja, ich sehe es grundsätzlich ähnlich, finde es aber auch eigentlich nur konsequent, wenn man guckt, wie wenig Bereitschaft es gab, freiwillig zu spielen. Wir waren nicht die einzige Partie, die stattgefunden hat. Es gab 2 Partien insgesamt. Echt? Von, ich glaube, es gab 3 Wochenenden oder so, die freiwillig gespielt wurden. Du kannst ja mal eben bei Klick.tt reingehen. Verbandsliga 5 spielen wir ja. Und wir haben gegen Bärbroich. Ne? Und ich glaube, Bärbroich hat auch ein zweites Spiel noch gemacht. Boah, ja, richtig motiviert. Und können wir gleich mal nachgucken, gegen welches Team, ich glaube Oberdrees, und dann können wir mal nachgucken, aber das waren dann die einzigen beiden Partien der Rückrunde, wenn sich nicht noch irgendwas auf freiwilliger Basis ergeben hat. Du hast recht, gegen Oberdrees 1. Ja. Oberdrees 1 hat übrigens 9-4 gewonnen. Mhm. Ja,
Schauen wir mal, ob die Mannschaften komplett waren. Also bei Borussia zweimal gespielt, zweimal verloren. Aber natürlich auch zwei schwierige Gegner gehabt. Ja, zweiter und dritter. Wir hatten definitiv Glück, dass der Sieg so hoch ausgefallen ist. Da waren ein paar enge Matches bei. Aber das haben wir in der letzten Folge ja schon analysiert. Und übrigens, Oberdres hatte ja, die waren ja die ganze Zeit hinter uns Dritter. Die haben dann zur Ende Hinserie ein bisschen nachgelassen. Ja, gut. Ändert sich ja, glaube ich, nicht, ob du Dritter oder Vierter bist. Ja. Relegationsplatz haben wir ja 3 Punkte Abstand, ne? Ja. Warte. 4 sogar. Warum? 16-4 und 20-0. Ach, du meinst... Ah, ich dachte, du meinst, auf dem ersten haben wir 3 Punkte. Nee, das ist alles klar. Erster und zweiter Platz ist klar. Und dritter Platz und vierter Platz, da könnten sich 4 Mannschaften drum streiten in der Rückrunde. Außer natürlich, das läuft außergewöhnlich. Aber Refrat ist verdient Erster. Wir sind hoffentlich auch verdient Zweiter und hätten 3 Punkte Abstand auf wer auch immer dann um den Dritten kämpft. Ja. Ich denke, in unserer Liga geht das total in Ordnung. Zumindest, wenn man nach oben guckt. Die Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz jetzt stehen, die hätten sicherlich gern die Rückrunde noch gespielt. Bonn hatte mir auch geschrieben, dass für die das natürlich besonders schade ist. Die waren motiviert. Wir können wir hier live on air sagen, wir hätten sogar die letzten beiden Spiele gemacht. Also letztes Wochenende hatten wir uns bereits geeinigt mit Bonn. Und morgen, also wenn die Folge rauskommt, Samstag 19.02., hatte Oberdres auch schon seit längerem zugesagt. Wir haben ja tatsächlich jedes Spiel machen wollen. Das erste haben wir gemacht. Ja. Gegen Freier Grund hat nicht geklappt, weil Freier Grund nicht wollte. Also wir hätten alles durchspielen können. Wir haben aber auch die luxuriöse Situation, dass wir immer auf 1-2 Spieler verzichten können, weil die vierte gar nicht spielt und dadurch immer Ersatz stellen kann. Das ist natürlich eine absolute Luxussituation. Und bevor ich meinen Monolog beende, bei mir schlagen 2 Herzen in einer Brust, denn das Thema kann man ja auch mal aufmachen. Tischtennis-Meisterschaft bedeutet ja immer viele Termine. Oh ja. Und auf der einen Seite hätte ich gerne auch ein paar Spiele gemacht, vielleicht nicht alle. Ich finde so, ja, kann man gleich mal drüber reden, aber so 7-8 Spiele pro Serie würden mir persönlich reichen. Ja. Und ich freue mich jetzt einfach, dass viele Termine frei geworden sind, also viele Samstagabende, um nochmal was mit Freunden zu machen. Ja, wie siehst du das? Ja, danke für deinen Monolog. ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Und hier könnten wir jetzt auch noch mal wieder eine Büchse der Pandora aufmachen und mal besprechen, ob ihr das denn genauso seht wie wir. Gerade jetzt Verbandsligen gibt's ja 5. Ich weiß nicht, ob alle mit 12 Mannschaften sind, aber unsere ist ja eine 12er-Liga. Und ja, dann hat man 11 Termine pro Hinserie und 11 pro Rückserie. Dann spielt man auch immer noch zu 6. Und ich bin grundsätzlich ein Freund von 6er-Mannschaften. Ich habe ja letzte Saison noch Oberliga gespielt und war eigentlich eher traurig, dass es auf 4 Spieler reduziert wurde. Gerade weil ich ja mit Kriftel mega die coole Mannschaft hatte. Und Tobi? Ja. liebe Grüße. Ein paar hören ja unseren Podcast. Und das war einfach cool, wenn man sich mit seiner Mannschaft trifft, jeder hat seine Aufgaben, Aufbau, Abbau, Coachen, das alles ging wie von selbst. Mhm. Und das war dann blöd, weil 2 wurden dann aus der Mannschaft gekegelt. Ja, und gezwungenermaßen. Ich bin ja freiwillig gegangen, ich bin ja umgezogen. Aber jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass ein Spiel zu 6 auch mal 3-4 Stunden dauern kann. Ja. Ich glaube, unser Rekord war 5,5, ne? 6:30 angefangen, ja, bis 12 Uhr, bis Mitternacht. Da haben wir ja das Abschlussdoppel in Oberdres hochgeladen. Ich glaube, wir hatten auch die Uhrzeit dabei geschrieben. Also es fing nach 23 Uhr an. Ich weiß nicht genau wann, vielleicht 23.30 Uhr oder so. Und als es zu Ende war, war, glaube ich, ungefähr Mitternacht. Nee, ich meinte aber ein anderes Spiel. Das ging, glaube ich, 5 Stunden. Ich glaube, das Spiel, was 5,5 Stunden ging, das war... entweder Oberliga oder NRW-Liga. Ah, doch, ich glaube, weiß nie oder so. Mit dem Jörg Everts. Wie heißt ja, genau, ich glaube, Jörg Everts, der Linkshänder, ja, hat Abschlussdoppel gespielt. Ich glaube, Ten Höfe spielt er noch.
René Tenniker? Ja, das, die, also ist, glaube ich, alles nicht mehr aktuell. Ja, ist auch schon zig Jahre her. Aber da, das war wirklich das Spiel, wo ich glaube, ich habe gegen Jörg Everts irgendwie fünften Satz Verlängerung gespielt. Mhm. Und Abschlussdoppel war, weiß nicht, ob es Verlängerung war, war aber auch fünfter Satz. Ja, also das war wirklich richtig, richtig lang und richtig, richtig eng. Und danach waren wir beide auch mega fertig. Dann, ja, aber bevor wir hier abschweifen, wir haben uns jetzt auch ein bisschen umgehört und gibt auch einige, die sagen, okay, eigentlich wäre ja nicht nur ab Oberliga-Vierer-Mannschaften sinnvoll, sondern vielleicht auch schon ab NRW-Liga und tiefer. Einfach, dann kann man viel besser planen, wann ein Spiel ausgeht. Bei uns kann es ja auch manchmal 2,5 Stunden dauern, ne? Ja. Also wie lange haben wir gegen Bad Bruisch gebraucht? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir freuen uns auf eure Bezugnahmen, ob man das Konzept vom Liga-Betrieb ändern könnte, entweder extern oder intern. Also extern wäre beispielsweise, man stellt auf Vierermannschaft um oder man macht nur noch Zehnerligen maximal, gegebenenfalls sogar Achter- oder Neunerligen. Und intern wäre beim bestehenden System anders rangehen. Beispielsweise hätte Kriftel ja sagen können, okay, weißt du, ob das eine 10er, 11er oder 12er Liga ist? Boah, Oberliga war mindestens 10er, vielleicht auch 11er oder 12er. Kannst ja parallel checken. Ich würde jetzt einfach mal sagen 12er Liga und dann sagst du, wir bleiben bei 6 Spielern und theoretisch gibt's ja dann 22 Spiele pro Saison und dann einigen sich die 6, dass jeder beispielsweise 15 macht. Also ist eine 10er-Liga. Die Saison, ich glaube letzte Saison war es auch eine 10er-Liga. Okay, dann hätte man zumindest nur 18 Spiele insgesamt anstatt 22. Aber nehmen wir mal an, die meisten sagen, komm, mir reichen 15 Samstagabende, die ich verplane, oder manchmal gibt's ja auch Freitagabende oder Sonntage. Und die anderen Termine möchte ich anderweitig verplanen, sei es mit der Partnerin oder mit Freunden oder auch einfach mal einen Abend auf der Couch. Ne? Mhm. Ja, und dann hätte Kriftel ja perfekt durchtauschen können und es fällt ja auch immer einer spontan aus, krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen. Mhm. Ja, Markus, also Frage 1, wärst du eher für eine interne oder externe Lösung? Und Frage 2, welche interne Lösung könntest du dir vorstellen, wenn sich extern nicht ändern würde? Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich bin der Meinung, dass Vierermannschaften den Vorteil haben, dass die Spiele kürzer dauern. Nachteil ist, da fehlen dann halt zwei Leute, mit denen man dann ein bisschen rumshakern kann und auch einfach so einen Samstagabend mal so mit seinen Jungs, wenn man eine coole Mannschaft hat, rumhängen kann. Aber ich tendiere aktuell dazu, zu sagen, okay, die externe Lösung von 6er auf 4er Mannschaften, einfach damit es berechenbarer ist. Und jetzt könnte man auch noch drüber diskutieren, spielst du jedes Spiel aus? Ist es sehr berechenbar, wie lange es dauert. Also ist das nicht sogar gerade in der Oberliga der Fall? Also bei den Damen ist es so. Ja. Unsere Herren verfolge ich ja nicht mehr, also die Herren-Oberliga, weil unsere zweite Mannschaft, die da gemeldet war, zurückgezogen hat, also nicht mehr aktiv spielt. Ja. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Es war letzte Saison so, da habe ich ja selber in der Oberliga gespielt. Doch, ich glaube, es ist noch so. Aber ja, Also ich persönlich fände auch Vierermannschaft cool. Okay, dann mach ich gerne weiter. Genau, und dann bei der internen Lösung denke ich, dass das wird kommen. Das ist der Trend. Wir hören ja auch andere Tischtennis-Podcasts und da haben wir auch mal andere sich geäußert. Das ist einfach zu dieser festen Verpflichtung, ganz viele Meisterschaftsspiele in der Saison zu haben, dass es davon weggeht, wenig Mannschaftsspiele, vielleicht mehr Turniere, wo alles kann, aber nichts muss. Oder dass man wirklich sagt, okay, 6er-Mannschaft, aber nur 4 müssen spielen und man tauscht sich durch. Also im Prinzip kann ich dir bei allem zustimmen. Also ich persönlich fände es sogar richtig charmant, wenn man sogar das Regelwerk nochmal anpackt. Ui. Also beim Bestehenden könnte man ja trotzdem sagen, okay,
wenn ihr zufällig, du hast eine Vierer, also Vierer-Mannschaftsbetrieb, du hast 6 Leute, eine WhatsApp-Gruppe und jeder sucht sich von den 22 Spielen insgesamt. Oder wir können es ja erstmal auf eine einfache Runde, auf die Hinrunde runterbrechen, sucht man sich von den 11 angesetzten Spielen vielleicht 7 oder 8 aus. Ja, und dann hat man immer 4 Leute, die fix spielen. Mhm. Kann aber sein, dass einer Samstagabend Langeweile hat und sagt, komm, ich bin zwar nicht eingetragen, aber ich fahre trotzdem mit. Entweder zur Unterstützung, ja. Coaching oder der spielt beispielsweise nur ein Doppel mit. Ja. Ja. Und Regelerweiterung würde ich jetzt noch weitergehen. Vielleicht kann man sogar sagen, im ersten Durchlauf, klar brauchst du 4 Spieler, die gemeldet sind. Und im zweiten darfst du entweder einen austauschen oder vielleicht sogar alle 4. Und wenn du dann quasi sogar mal zu 6 anreist, kannst du sagen, okay, 4 spielen fix Einzel, 2 werden einfach nur als ein Doppel eingesetzt und vielleicht können die zusätzlich sogar noch ein, als von den zweiten Einzeln spielen, sodass quasi die Spieler, die mitreisen, erstmal ein eigenes Doppel spielen und dann jeder noch ein Einzel. Und und dafür spielen dann 2 andere nur ein Einzel, kein Doppel. Ja, oder also die spielen das andere Doppel. Die würden das Doppel spielen. Ah, ja. Also es gibt ja dann bei der Vierermannschaft, wenn jeder 2 Einzel macht, 8 Einzel und 2 Doppel, ja. Also 10 Partien. Und wenn du da mit 6 anreist, könnte man sich das ja einteilen. Ne? Und dann würde jeder zum Zuge kommen und da hättest du wieder mehr Mannschaftsgefühl. Aber der Vorteil wäre, die Zeit ist ja immer noch berechenbar. Es gibt nur 10 Partien. Ja, absolut. Und dieses bis 9, im Extremfall geht's dann ja 8-8 oder 9-7 aus, also hast du 16 Partien. Und dadurch dauert's ja lang, das würde wegfallen. Ist so. Jetzt einfach mal so ein bisschen laut denken, weil ich persönlich hätte richtig Bock drauf, hin und wieder mitzufahren und zu sagen, ey, ich spiele nur ein Doppel. Ja. Oder maximal noch ein Einzel, weil ein Einzel... Quatsch, ein Doppel und 2 Einzel ist bei mir schon oft ziemlich Limit. Und wenn ich dann noch Abschlussdoppel spiele, dann brauche ich 2-3 Tage Regeneration. Und Fabi, das wird zudem noch die Problematik lösen. Wir reservieren ja oft schon einen Tisch nach 3 Stunden zum Essen. Also ich sag mal so, gegen Oberdrehs haben wir Tisch für 10 Uhr reserviert gehabt und waren überrascht, dass es ins Abschlussdoppel ging. Ne? Nee, Quatsch, das macht man natürlich nicht. Aber... mal ernsthaft, es ist oft nur McDonald's, was übrig bleibt, wenn du 5 Stunden spielst. Und dann kannst du nirgendwo mal mehr noch entspannt in ein Restaurant gehen. Ja, und das finde ich eigentlich ja auch mit immer am coolsten oder ist zumindest eines der Highlights, nach so einem Spiel noch gepflegt essen gehen mit der Mannschaft, ein bisschen Nerd-Talk übers Spiel, dann vielleicht auch mal privat den Mannschaftskameraden fragen. Naja, das übertreibt nicht. Und wie läuft's privat? Sonst so bei dir? Sonst so. Wie läuft's mit der Frau? Beruf noch vorhanden und so weiter. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Also ja, gerade bei Auswärtsspielen ist es ja auch immer total spannend, neue Restaurants zu entdecken. Und da sollte man jetzt nicht nach 21 Uhr antanzen. Ja, ja, und ja gut, 9:30 geht auch noch. 9:30 wird auch noch gehen. Teilweise Küche, also ich würde mal sagen, bis 22 Uhr ist an einem Samstagabend Küche eigentlich gesetzt, ja. Manchmal auch länger. Aber wenn Küche 22 Uhr ist, dann solltest du da wirklich spätestens 9:30 mal reinmarschieren, um noch in Ruhe Speisekarte, Drink. Und bestellst schon mal, dass sie schon mal anfangen können. Und wenn du dann 9:45 kommst, haben sie schon was aufgenommen. Aber das ist echt, das hatten wir gar nicht geplant, aber das ist echt mal eine wirklich sinnvolle Diskussion, die wir hier führen. Ja. Ja, weil aktuell ja wirklich ein Trend da ist, wie wir das ja auch bei anderen Mannschaften mitbekommen, dass gesagt wird, okay, es ist zwar mega schade, dass die Saison ausfällt, wir haben richtig Bock, aber trotzdem, ja, sagen manche, okay, durch Corona habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich kann die Zeit auch super sinnvoll anders nutzen, als in die Tischtennishalle zu gehen. Drogen. Und viele von unseren Freunden sind ja genau wie wir. Wir spielen jetzt, seit wir 7 sind, also seit über 20 Jahren, durchgängig ohne Unterbrechung Tischtennis in der Mannschaft. Und Tischtennis-Termine waren gesetzt. Das war einfach so ein Dogma, was wir angetrichtert bekommen haben als Kinder. Wenn du Tischtennis hast, dann musst du spielen, außer vielleicht
es kommt ein guter Film im Fernsehen. Früher konnte man ja noch nicht aufnehmen. Nee, Spaß, aber außer es ist ein 80. Geburtstag oder eine Hochzeit oder so. Aber Beerdigung geht auch noch. Beerdigung meinetwegen auch. Aber selbst ein normaler Geburtstag vom Kumpel, da haben wir gesagt, wir kommen nach. Und jetzt schließt sich der Kreis. Da haben wir dann gesagt, wir kommen um 10 nach und um 12:30 sind wir beim Essen fertig gewesen. Ja. Ja. Also das ist wirklich ein spannendes Thema. Und die Geburtstage unserer Freunde sind so langweilig, da ist dann auch um 12:45 Schluss. So nämlich. Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich denke mal, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Rückmeldung. Ja. In unserer Mannschaft gibt es diesen Trend schon. Also gibt mehrere junge Spieler, die wir erstmal nicht namentlich nennen wollen, können die ja gerne selber mal Bezug nehmen, die gesagt haben, die müssen nicht jedes Spiel mitmachen. Ja. Die finden auch mal so eine Beschäftigung für Samstagabend. Ja, und vor allem ist das so, das war ja gezwungen, dass man Pause machen musste in Corona. Aber ich kenne noch keinen, der wirklich gesagt hat, boah, ich saß dann Samstagabend auf der Couch und habe mich zu Tode gelangweilt. Sondern entweder haben die ein neues Hobby entdeckt oder hatten mehr Zeit für ein anderes Hobby. Was ja mega cool für die ist, aber für unsere Sportart Tischtennis ist ja eigentlich ein bisschen erschreckend. Ja. Weil die Leute merken, okay, es geht auch ohne. Ja gut, aber eine Sportart sollte doch etwas sein, für das man sich aktiv entscheidet und nicht, was man nur aus Gewohnheit macht, ja, oder klar, mangels Alternativen. Und meine oder Bitte, aus Pflichtbewusstsein. Also, wenn jemand eine andere Sportart oder ein anderes Hobby für sich entdeckt und dadurch im Tischtennis kürzer treten will, ist doch total in Ordnung. Ja. Komplett aufhören, klar, das ist immer schade, aber auch das muss man akzeptieren. Natürlich. Dafür gibt es eine Menge, die jetzt neu anfangen, auch über Street-Table-Tennis. Ja, einfach Street, mal ja, an der Steinplatte nochmal zocken. Mega. Gibt's in vielen Parks. Ist ein eigenes Thema, wo wir beide noch drüber sprechen wollen. Wollen wir noch. Aber ich wollte noch ganz kurz den Kreis schließen bei der TTBL-Serie, wo wir eingestiegen sind. Ja. Da war es nämlich letztes Wochenende so. Und da reden wir jetzt über 11.2., also der Freitag, und 13.2., der Sonntag, wo Tischtennis-Bundesligaspiele waren, wo wir natürlich viel im Einsatz sind, viel geholfen haben. Und Samstag hätten wir ja auch Tischtennis gehabt, wären wir nach Bonn gefahren. Und mit Hin- und Rückfahrt und Spiel sind ja gerne 5-6 Stunden weg. Ja, und da ist Essen noch nicht mehr drin. Und wir beide hatten uns zwar eigentlich drauf gefreut, ich überlege gerade, wann war Freitag die Entscheidung? Freitag, einen Tag vorher. Ja. Und also den Samstag haben wir dann ja anders genutzt, haben wir selber dann einfach mal hobbymäßig in der Halle gezockt und draußen auf dem Schulhof. Ja, wir haben uns ein bisschen Film geguckt und ich glaube, im Nachhinein waren wir beide froh, den Samstag auch nicht 2 Stunden im Auto verbracht zu haben, ne? Absolut. Also das war mit, ja, da hatte ich auch 2 Herzen in meiner Brust, wie du es so schön gesagt hast. Also ich war erst Freitag richtig enttäuscht, weil ich mich schon drauf gefreut hatte, nochmal Wettkampf. Doppel. Doppel, genau, Adrenalin, voller Fokus, volle Konzentration. Einfach nochmal, ja, dieses Wettkampfgefühl, das was ja schon so ein bisschen einen gewissen Kick gibt, wenn man mal ehrlich ist. Auf jeden Fall. Selbst für mich auf Verbandsliga-Niveau. Ja, klar, man will sich ja vergleichen, man will sich messen. Ja. Und dafür ist Sport und Wettkampf ja da. Und dann war ich erst enttäuscht. Ja, und dann hatten wir das nochmal kurz mit Bonn geklärt. Aber da hatten ja auch schon einige dann schon den Samstag direkt anders verplant. Also das zeigt ja auch wieder so, ja, man ist erst enttäuscht, aber hat direkt auch ganz viele Alternativen. Und wir haben uns tatsächlich entschieden, dann wenigstens kurz ein bisschen Tischtennis zu spielen. Und in der Halle war ja witzigerweise dann erst unsere TDBL-Mannschaft, sprich Bene Duda, Alvaro Robles, Alberto Mino, Elias Ranefuhr, schön in der Halle. Ja, 3 Tische waren aufgebaut und wir haben dann am 3. Tisch erstmal seriös mit rechts trainiert, damit irgendwer, der da reinkommt, denkt, okay, das sind die 6, die erste Mannschaft spielen. und dann irgendwann haben wir natürlich in die linke Hand genommen. Ja. Und dann kann man uns nicht mal mehr der 3. oder 4. Mannschaft zuordnen. Aber mit ein bisschen Wohlwollen der 5. Ja, ja, da habe ich ja gerade ein Projekt. Da wollen wir ja auch hin. Da wollen wir auch noch drauf eingehen. Und danach haben wir, wie du schon sagst, draußen auf der Steinplatte gespielt. Street Table Tennis, absolute Empfehlung.
Ja. Wurde ja auch schon in anderen Podcasts gesagt. Das ist einfach, es kommt zu dieses Hobby-Niveau bei gutem Wetter, am besten noch, wenn es ein bisschen warm ist, nicht zu windig. Vielleicht auch noch ein Bierchen dabei oder ein Kaltgetränk eurer Wahl. Gerne auch ein Aperol Spritz oder ein Lillet. Ja. Alles. Am besten in der Reihenfolge. Ja. Und dann einfach dabei ein bisschen, schöne Wetter genießen und gleichzeitig Tischtennis. Und es geht, wenn es nicht zu windig ist, kann man auch echt vernünftige Bälle spielen. Wir springen heute, aber warum nicht? Dazu habe ich auch schon einen coolen Ballwechsel auf YouTube hochgeladen. Wieder natürlich unter TT Defender. Und es kommt jetzt, wenn die Folge raus ist, entweder ist dann schon das Video, das kommt am Samstag, kommt dann noch Best of von Bällen, wo wir mit links und rechts spielen. Und da kann man sehen, es ist fast wie in der Halle vom Niveau. Also da kann man echt coole Ballwechsel machen. Ja, ja, definitiv. So, wir waren vielleicht etwas spät dran mit dem Spielen auf der Steinplatte. Also die Lichtverhältnisse waren so gerade eben noch okay. Am Anfang war es mega cool, ja, wo die Sonne noch etwas zu sehen war. War perfekt, aber ja, halbe Stunde später war es auch so, dass es so dunkel wurde, dass wir gesagt haben, reicht. Aber ganz klare Empfehlung. Und am Anfang war sogar recht windig. Also da war es, also ich persönlich finde ja Rückenwind schlimmer beim Spielen, weil dann musst du ja noch mal nach vorne ziehen und kannst eine kürzere Bewegung machen. Ja. Wenn du Gegenwind hast, kannst du ja richtig durchziehen und der Ball landet dann oft noch auf der Platte, ja, wo er sonst im Aus gewesen war. Da musst du nicht so drauf achten. Das stimmt. Und dann ist es schon eine Einschränkung, wenn du richtig Rückenwind hast, vor allem Gegenwind auch ab einer gewissen Stärke. Aber nee, Fabi, ich sag immer, das musst du damit einkalkulieren, wenn du gut bist. Ja, ich rede jetzt von so richtig. Also die ersten Minuten fand ich es extrem, ja, aber danach ging es total und das konnte man in den Ballwechseln auch sehen. Da konnte man sich ein bisschen drauf verlassen, dass die einstudierte Bewegung auch einigermaßen auf dem Tisch ankommt. Ja. Ja, und damit würde ich zurück an dich übergeben. Jo, und dann machen wir jetzt noch kurz TDBL fertig, das Thema. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Themengebiet. Ja, genau, also Spiel gegen Bad Homburg würde ich jetzt sportlich auch nicht so viel Zeit drauf verwenden. Hat Beck-Neustadt klar gewonnen, war für uns natürlich cool, einen Freitagabend mal rechtzeitig zu Hause zu sein. Die nächsten beiden Spiele gingen dann wieder ins entscheidende Schlussdoppel. Den Freitag musste ich alleine kommentieren, da war Neu-Ulm zu Gast und sportlich gesehen 3-2 für Neu-Ulm, also ja, an Spannung kaum zu überbieten. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann man sagen, an die Mannschaft. Genau, war verdient. Wir versuchen ja als Kommentatoren immer einigermaßen objektiv zu bleiben. Ist natürlich schwierig. Ich war nie in einem anderen Verein. Markus hat zumindest ein paar Jahre schon in Beck-Neustadt gespielt und spielt jetzt wieder hier. Ja. Deswegen gelingt uns das natürlich nicht zu 100%, aber wir geben uns Mühe. Aber klar, muss man den Sieg anerkennen. Ja. Vor allem ist das ja witzig, weil ich ja gleichzeitig Hallensprecher bin. Und da bin ich natürlich alles andere als unparteiisch. Da versuche ich die Menge ja aufzuheizen. Und wir haben ja interessant jetzt auch ein paar Trommler, ja, die ordentlich Stimmung machen. Ist aber auch nochmal ein Thema für sich. Dann, wenn ich dann das Mikrofon weglege und wieder meine Kopfhörer aufsetze, um mit dir das Spiel zu kommentieren und dann gewinnt einer von Beck-Neustadt einen Satz, da muss ich natürlich das ganz objektiv sagen, hier Satz für Beck-Neustadt steht jetzt 1-2 oder wie auch immer. Aber ich glaube grundsätzlich gelingt das niemandem perfekt von den Kommentatoren und ja, wir sind da glaube ich schon ein bisschen besser geworden. Am Anfang haben wir schon noch ein oder andere Mal so einen Kommentar bekommen. Der Lieblingskommentar war, boah, ihr seid ja mega parteiisch, konnte ich mir nicht anhören, ich habe den Ton ausgemacht. Ja, stimmt. Und dann gab es zum Glück ein paar, die gegengekontert haben. Das waren dann die Titit-Finis Ritter. Die haben dem dann gesagt, dass wir das schon ganz in Ordnung machen und relativ objektiv. Und dann konnten wir auch schlafen in der Nacht. Ne? Ja, wir freuen uns über Feedback. Und wenn es auf sachlicher Ebene ist, dann nehmen wir das natürlich auch an. Um jetzt nochmal zum Freitag zurückzukehren. Ich war ja alleine in der Halle. Du hattest ja andere Termine. Ja. Und das ist für mich dann immer eine Herausforderung, weil wir beide teilen uns ja immer so ein bisschen auf. Also ja, kommentieren machen wir zusammen. Und dann gibt's ja noch den Job des Hallensprechers.
Und die Interviews müssen nach dem Spiel auch noch durchgeführt werden. Und wenn ich alleine in der Halle bin, mache ich natürlich alles. Ich wurde dann darauf angesprochen, dass ich die Trainer beider Mannschaften nicht vorgestellt hatte. Hier nochmal an all die in der Halle war, das war nicht bewusst, das habe ich einfach vergessen. Ist mir sogar auch einmal fast passiert und dann hatte ich ja das Glück, dass du auch in der Halle warst und hast mir dann ja eine Zwillingsbewegung gemacht, die ich natürlich ohne Telekinese dann deuten konnte. Ganz genau. Und dann habe ich noch nachgereicht, das ist glaube ich auch niemandem aufgefallen. Aber das ist dann halt wirklich der Nachteil, wenn man das alleine macht. Das wurde ja dann auch erst ganz am Ende gesagt, sonst hättest du es ja nochmal durchsagen können. Ja, war nicht übrigens optimal. Übrigens, deswegen hat Beck Neustadt auch verloren, laut unserem Trainer. Das ist klar. Aber an der Stelle wollte ich nochmal sagen, natürlich sind Trainer sehr, sehr wichtig. Gab ja auch mal in, ich glaube, Pingpong und Brause war das, mit dem Jörg Roßkopf die Diskussion, dass Trainer bei Olympia keine Medaille kriegen. Und selbstverständlich sind wir beide auch total dafür, dass Trainer zum Team gehören und deswegen auch eine Medaille bekommen müssen. Also mindestens die Trainer. Man kann darüber diskutieren, wer sonst noch so eng zum Team gehört. Ersatzspieler, finde ich, gehört, muss auch eine Medaille bekommen. Ja, also Sportler sowieso, die aktiv spielen. Ja, selbst Benedikt Duda, der als Ersatzspieler auf jeden Fall, weil man hat ja, anders man hat ja die Wahl, auszuhelfen. Also die Wahl und vor allem auch die Pflicht, wenn sich einer verletzt. Ja. Ich würde sogar weitergehen, also Trainer auf jeden Fall. Und dann kann man gucken, wer gehört noch zum engsten Team. Mhm. Also dann vielleicht ein Mentalcoach, ein Physiotherapeut und so weiter. Gut, da muss man jetzt nicht eine Medaille geben, aber auch die sind wichtig. Aber ein Trainer ist sowas von gesetzt und ein Ersatzspieler. Aber falls ein paar in der Halle waren, die sich gewundert hatten, dass Trainer nicht genannt wurden, also das war wirklich einfach nur ein Flüchtigkeitsfehler. Und Sonntag hast du die auch wieder genannt. Was aber auch witzig ist, der Spitzenspieler aus Neu-Ulm, Thiago Apollonia, den kenne ich persönlich ja nur so vom Sehen. Neu-Ulm ist ja nicht zum ersten Mal in Beck-Neustadt gewesen, in der Burstenhalle, und Thiago Apollonia natürlich auch nicht. Daher kennt er mich vielleicht vom Sehen, aber sonst habe ich nicht viel Berührungspunkte mit ihm. Ja. Aber er hat mich sehr freundschaftlich begrüßt, als ich zufällig in der Nähe war, hat mir direkt den Handschlag angeboten, gesagt, ja, alles klar bei dir, meint ja auch. Und habe mich dann ein bisschen drüber gewundert. Ja. Wladimir Sidorenko kennt uns natürlich auch noch, der hat ja in Beck-Neustadt gespielt. Da begrüßt man sich natürlich auch, aber von ihm war da so gezielt, als ob der mich wirklich kennt. Und dann ist mir eingefallen, dass du ja seinen Zwillingsbruder ganz gut kennst, ne? Ja, mega witzig. Vor allem erstmal, dass der auch einen Zwillingsbruder hat. Und dann habe ich ja ein paar Jährchen für die Deutsche Zentralbank in Frankfurt gearbeitet. Und da gibt's dann immer die Europameisterschaften der Zentralbanken. Und da habe ich dann für die Bundesbank, glaube ich, 4-mal teilgenommen. Will jetzt auch nicht sagen, wie oft wir den ersten Platz gewonnen haben, ist ja auch nicht wichtig. Aber einmal in La Baule in Frankreich, da haben wir auch gegen die Portugiesen spielen dürfen. Und die haben dann den, ich glaube, João Apollonia, den Bruder, ausgepackt. Der hat auch mal zweite Liga gespielt. Also der ist schon nicht schlecht und mega sympathisch. Mit dem habe ich dann auch nachher ein paar Bierchen getrunken und mich richtig gut verstanden und dann auch gesagt, so hier, dein Bruder ist ja vielleicht sogar ein Ticken besser als du. Tagesform. Meinte er auch, Tagesform und so. Nee, Quatsch, der ist natürlich schon besser. Und hatte dann mit dem Joe auch so noch ein paar Mal geschrieben. Also ich verstehe mich richtig gut mit ihm. Und hab dann auch eben ein paar Mal gesagt, als wir gegen Apollonia kommentiert haben, hey, schau dir das Spiel an, wir kommentieren hier. Mhm. Und der hat auch danach immer Feedback gegeben. Und deswegen habe ich letztes Mal dem Thiago auch Hallo gesagt. Ja. Ist eine ganz coole Geschichte. Ist halt ganz witzig, weil Thiago und ich uns persönlich nicht so richtig kennen, aber er kennt meinen Zwillingsbruder, weil mein Zwillingsbruder seinen Zwillingsbruder kennt. Und bei der Verabschiedung bin ich zu ihm hin, habe ihm dann auch nochmal alles Gute gewünscht. Ja. Und er meint dann auch so, ja, du kennst ja auch meinen Zwillingsbruder ganz gut. Und dann habe ich ja richtig gestellt so, ja, also mein Zwillingsbruder kennt dein Zwillingsbruder ganz gut und dich so ein bisschen. Und ich kenne dich eigentlich nur über meinen Zwillingsbruder so ein bisschen. Ja.
Aber fand er dann auch ganz cool und meinte, ich soll dich nicht grüßen und das mache ich jetzt an der Stelle. Ja, liebe Grüße zurück an den Thiago. Ja, und der hat natürlich eine Wahnsinns-Show abgeliefert. Am Ende hat er eins der beiden Spiele gewonnen, hätte genauso gut beide gewinnen können, hätte aber auch eigentlich beide verlieren können, denn es stand 1-1 und 10-6 für Alvaro Robles im ersten Einzel. So und dann macht er 6 Punkte in Folge. Und wir reden nicht von Rückschlagfehlern oder Schubfehlern, sondern Wahnsinns-Topspin-Readies. Und Thiago nimmt die Bälle teilweise so früh über den Tisch, dass er richtig Tempo aufkommt. Und dann noch eine super Platzierung. Also war schon spektakulär. Und gegen Bene Duda, also den Satz hat er sich dann, wie gesagt, 12-10 noch geschnappt. 6-10, 12-10. Und den vierten Satz war dann 13-11 hat Benner gewonnen, habe ich gerade geguckt. Nee, ich meine jetzt gegen Alvaro Robles hat er den vierten Satz dann gleich zu 7-8 gewonnen. Also immer noch einigermaßen knapp. Gegen Bene Duda war es so, da hat er 10-7 im vierten Satz geführt. Hat er gewonnen. Ja, und lag 2-1 hinten, also hatte 3 Satzbälle, um es im fünften zu schaffen, der auch sicherlich nochmal spannend gewesen wäre, aber da hat Bene Duda den Satz dann 13-11 gewonnen und auch da Wahnsinnsballwechsel. Ja. Ja, am Ende im Abschlussdoppel für Neu-Ulm sicherlich auch verdient und damit es nicht zu lang wird. Ja, aber genau, Fun Fact, witzig ist, man sagt ja immer, bei solchen Spielen soll es eigentlich keinen Sieger geben. Beide Mannschaften hätten nicht den Sieg verdient und es ging 11-10 in Sätzen dann für Neu-Ulm aus, aber in Bällen 203-203. Ja. Also knapper geht's nicht. Ja, und ich würde sagen, jetzt hauen wir noch kurz das Spiel vom Sonntag gegen Ochsenhausen durch. Und dann. Und dann reden wir noch kurz über das Spiel von heute, was dann gestern war, wenn ihr den Podcast hört. Noch ganz kurz, könnt ihr auch mal gerne eure Meinung geben. Findet ihr auch in der TTBL, sollte es die Möglichkeit für ein Unentschieden geben? Oder sagt ihr, nee, eigentlich ganz geil, dass das Abschlussdoppel eine Entscheidung liefern muss? Mhm. Weil ich bin da ein bisschen unentschlossen. Also so Spiele wie Neu-Ulm ist auf jeden Fall ein Unentschieden verdient. Auch am Sonntag gegen Ochsenhausen waren Unentschieden grundsätzlich verdient. Da fand ich schon, dass es nicht ganz so knapp war, was man auch an den Sätzen sieht. Ja. Aber gerne mal eure Meinung geben. Ich tendiere dazu. Eigentlich finde ich es ganz geil, dass es im Abschlussdoppel die Entscheidung geben muss, weil dann hast du halt nochmal die richtige Spannung. Ja. Gut, Kurzfassung von Spiel gegen Ochsenhausen, also Benne ist halt einfach sowas von heimstark und generell auch in überragender Form. Übrigens, Thiago Apollonia hat Hinserie 10-2 gespielt. Ja. Also schon richtig stark. Benne hat wieder 2 Punkte gemacht und dann haben Alvaro und Alberto ihr Doppel gewonnen und somit stehen sie jetzt 5-2 gegen das junge polnische Doppel. Samuel Kulczycki und Maciej Kubik. Glatt in 3 Sätzen, auch wenn die Sätze alle eng waren. Ja. Ja. Denke mal, bei so 2 engen Spielen ist es nicht unverdient, dann eins davon zu gewinnen. Das auf jeden Fall. Hast du schon gesagt, dass Kulczycki, Kubik auch 4-2 standen vorher als Doppel? Nee, noch nicht. Ja. Also beide Doppelstanden 4-2 waren damit, glaube ich, auch die beiden stärksten Doppel der Liga, zumindest was jetzt die Bilanz angeht. Und ja, Beck-Neustadt steht jetzt entsprechend 5-2, müsste damit an Platz 1 sein. Und ja, es kann sehr gut sein, dass heute gegen Mühlhausen der nächste Abschlussdoppel ansteht. Denn von den Einzelpartien her ist Mühlhausen etwas im Vorteil von den 4 Partien, die gespielt werden. Ja. Aber ein Bene Duda hat aus den letzten 4 Partien alle 4 gewonnen. Also kann immer 2-0 spielen. Und selbstverständlich auch ein Alberto Mini und Alvaro Robles, die aktuell ja vor dem Elias Rane vorgesetzt sind, die können auch immer einen Sieg dazu beisteuern. Und im Abschlussdoppel wäre Beck-Neustadt wieder absolut konkurrenzfähig. Ja, und ein Alberto Mini muss man auch mal dazu sagen, der hätte sich auch einen Sieg gegen Ochsenhausen verdient gehabt. Der hat gegen Shanakuso gespielt und lag schon 0-1 hinten und hat einen Satzball gegen sich. Gewinnt er noch den Satz, den dritten dann 11-6 und im vierten hat er, glaube ich, 5-3 geführt. Dann hat Shanakuso ein Timeout genommen, sich den Satz geholt. Im fünften hat er 4-2 geführt, richtig geiler Ballwechsel bei 2-2. Ja. War wahrscheinlich auch der beste vom TDBL-Spieltag.
Und dann nach 4-2, ja, dann ging es 4-11 aus. Das ging ziemlich schnell. Dann hat aber auch Standard-Kusen einen richtigen Lauf gehabt. Das muss man ihm zugestehen, ja. Ja, und gegen Mühlhausen heute würde ich sagen, 50-50-Spiel. Und klar, Mühlhausen ist Dritter, die haben einen krassen Lauf. Aber trotzdem liegen die uns relativ gut. Vor allem, wenn Benedikt Duda wie im Hinspiel 2 Siege macht. Und im Hinspiel haben wir auch 3-2 gewonnen, ne? Ja, das war im Abschlussdoppel sehr, sehr spannend. Da hatte, glaube ich, Ionesco mit Menge gespielt. Ja, genau. Und ging meine ich, auch in den fünften Satz. Ja. Am Ende dann relativ schnell. Ich glaube, es stand so 6-6 oder 7-6 für Beck Neustadt. Ja, und dann ging der, glaube ich, auch zu 6 aus, der fünfte. Hatte ich so in Erinnerung, dass dann F6 ausging, ja, und Beck Neustadt 3 oder 4 Punkte in Folge gemacht hatte. Wahnsinnspartie. Wir gucken natürlich, was wir können im Livestream von den Auswärtsspielen. Und ja, jetzt gleich das Heimspiel werden wir uns auch anschauen, aber in live, ne? Ja, sicher. Vielleicht quatschen wir sogar noch ein bisschen über, ja, die Ballwechsel. Ja, ich wollte gerade Werbung für einen Livestream machen, aber die Folge kommt ja erst morgen raus. ja, aber ihr könnt gerne dann, jetzt bin ich hier noch in der Folge. Ja, der nächste Livestream vom Heimspiel in Beck Neustadt ist jetzt 1.3., ne? 1.3., ja, 1.3., der Dienstag, 20 Uhr. Saarbrücken? Gegen Saarbrücken. Das ist natürlich ein absolutes Topspiel. Vor allem, wenn Beck Neustadt gestern gewonnen hat, dann haben sie noch berechtigte Chancen auf einen Playoff-Platz. Vor allem, wenn sie dann am Sonntag noch gegen Bremen gewinnen. Aber das soll es jetzt gewesen sein für TDBL. Kurz noch ein, zwei Sätze zu meinem YouTube-Kanal. Wir haben ja schon angedeutet, wir haben in letzter Zeit gerne ein bisschen mit Links gespielt. Mhm. Und tatsächlich habe ich da auch so ein neues Projekt gestartet. Das heißt Road to TTR 1700 mit der falschen Hand. Ist aus dem Gedanken heraus entstanden, dass ich ja auf meinem YouTube-Kanal Content für Abwehrspieler, insbesondere moderne Abwehrspieler, anbiete und da oft das Feedback bekommen habe: Hör mal, ist zwar alles ganz schön, wenn du hier analysierst, wie du die Abwehrübungen spielst, aber du machst nicht die Fehler, die ich auch mache. Ja, und das waren vor allem Spieler mit TTR unter 1700. Und kannst du da irgendwie noch besser drauf eingehen? Ein paar Videos habe ich ja mit meinem Schüler Julian Rossbach gespielt. Liebe Grüße. Hört auch manchmal den Podcast. Und ja, Julian, du hast zum Glück die Fehler gemacht, die ich nicht gemacht habe. Nee, Spaß, du machst das auch schon ganz gut. Aber dann kam die Idee, ja, ich kann ja auch einfach mal mit links die Übungen spielen. Und dann sieht das bei mir schon alles ein bisschen grobmotorischer aus. Ja. Und dann kann ein bisschen meine Community einfach lernen von meinen Fehlern, die ich mit links mache. Mhm. Hat auch einfach den Vorteil, dann können wir zusammen trainieren und ich muss mich dann nicht jedes Mal um jemanden kümmern, der bestimmte Spielstärke hat. Ja. Genau. Und es ist auch bisher ganz gut angenommen, haben auch schon zwei Videos, jetzt vierstellige Aufrufzahlen. Gerne auch Bezug dazu nehmen, wenn ich da noch irgendwas machen soll. Und noch ein letzter witziger Fakt: Wir waren am Mittwoch beim VfL Gummersbach. Richtig. Ja. Willst du da solche Story erzählen? Ja, erzähl du ruhig. Ja, und da war es dann so, dass man natürlich Maske trägt und trotzdem wurden wir beide angesprochen. Ja. Und zwar mit der Frage, wer von uns beiden der TT-Defender ist. Und da ich da auch stolz bin auf den YouTube-Kanal von meinem Bruder. Bist ja auch vertreten, ne? Habe ich kurz überlegt, die Hand zu heben, aber du warst schneller. Und dann dachte ich mir, ja gut, er ist es ja auch. Ja. Ne? Und dann kam das Feedback, ja, also, hör doch einfach auf mit der Scheiße. Was ist das? Langweilig. Es interessiert keine Sau. Hör einfach auf, bitte. Nee, also so Hassnachrichten, die gibt's im Internet meist anonym. Oder, ja, natürlich, genauso. Man spricht einen drauf an, bist du TT-Defender? Ja, wollte man sagen, ist richtig, richtig, richtig langweilig. Ist wirklich und scheiße. Und einfach nur blöd. Bitte stell das ein. Nee, da gab's natürlich positives Feedback, sonst hätte er sicherlich nicht live angesprochen. Ja. Also bin ich übrigens auch der Meinung, also wenn man etwas nicht gut findet,
Ja, also, und vor allem, wenn es eine Meinung ist, dann einfach bitte kein Feedback geben. Niemand oder privat, freut sich so über per Nachricht, die, wo man... Niemand, aber selbst da, also selbst so eine Nachricht wie, ey, wollt ihr nur mal kurz sagen, find das echt scheiße, was du machst. Nein, Sandwich-Prinzip, Sandwich-Prinzip. Nee, aber so eine Meinung tut nie gut. Nee. Also, wenn man konstruktives Feedback hat, darf es auch negativ sein. Natürlich. Aber wenn man einfach nur eine Meinung hat, bitte einfach nur eine positive weitergeben. Ja. Also, was überhaupt nicht von dir ist, einfach so, finde ich cool, was du machst oder so gerne. Und wenn Kritik, dann halt bitte auf sachlicher Ebene. Aber wir verrennen uns eigentlich, das ist aber auch, eine coole Story. Eben. Also, die Kurzfassung ist halt einfach, gefragt, wer von uns ist TT Defender und hat gesagt, cooler Kanal, er freut sich auf weitere Videos. Ja. So. Und gerne das ist, mehr davon. Das ist einfach, tut einfach gut, wenn man mal so live so ein Feedback bekommt. Und kurz noch zum psychologischen Effekt, zu negativem Feedback. Das wiegt ja auch viel heftiger als positives Feedback. Da gibt's ja oft das Beispiel, du kriegst 10 Komplimente und einmal das Feedback, war nicht so gut. Und du erinnerst dich natürlich vor allem an das negative Feedback. Aber das ist ganz normal und das gehört auch dazu, wenn man sich mal so ein bisschen in der Öffentlichkeit stellt. Fandst du das Feedback, dass in einem Video die Lichtverhältnisse nicht gut waren, angemessen, oder? Ja, natürlich. Also war schon angemessen, fandst du mal witzig, dass, ja. Also Sandwich-Methode, ganz kurz erklärt, also ich habe dem Markus dann gesagt, ja, Lichtverhältnisse waren nicht optimal, dafür war es inhaltlich auch schlecht. Ja, das hat nichts mit Sandwich-Methode zu tun. Nee, Spaß, also dann fängst du ja mit was Positivem an, dann kommt die Kritik und dann gibt's nochmal was Positives. Aber mir sind gerade nicht 3 Sachen eingefallen. Fabi, einfach so echt cooles Video, was du hochgeladen hast. Lichtverhältnisse sind nicht optimal, bitte drauf achten. Aber trotzdem cool, dass du mal etwas zum Thema Taktik für Linkshänder gemacht hast. Ja, also inhaltlich war es doch cool. Inhaltlich war es. Gut, ich würde sagen, das war's von uns. Der Sturm, der nimmt hier auch nochmal ordentlich Fahrt auf. Ja. Wir essen jetzt noch einen Happen. Das muss sein. Dann geht's in die Halle und dann sind wir in 1,5 Stunden schon live zu hören, ne? Eben. Ja, wir freuen uns auf die ganzen Rückmeldungen, die Bezugnahmen. Haben ja viele Themen aufgemacht, vor allem Thema Meisterschaftsbetrieb. Ja. Ja, und wir melden uns dann in 14 Tagen mit der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau, also gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast@twinstalktabletennis.de schreiben. Da gucken wir regelmäßig rein. Oder über Social Media. Ja, machen wir uns nichts vor, ihr findet auch unsere E-Mail-Adressen im Internet, wenn ihr ein bisschen sucht. Ja, also kurz zusammengefasst, was ist für euch optimale Ligeneinteilung, also wie viele Mannschaften, lieber Vierer- oder Sechser-Mannschaften und wie habt ihr jetzt in Corona-Zeiten Tischtennis vermisst? Habt ihr es, also konntet ihr euch nicht selbst beschäftigen oder wart ihr eher so wie viele, die wir kennen, dass ihr gemerkt habt, es gibt auch noch ein Leben außerhalb von Tischtennis. Übrigens, zwei gute Tischtenniskollegen von uns fangen jetzt ein Projekt mit Langer Noppe an. Ah, genau. Weil man hat ja jetzt ewig keinen Wettkampf mehr. Also ich denke mal, die Saison wird auf jeden Fall starten. Also nächste Saison wird es auf jeden Fall losgehen. Ich denke auch, Corona wird soweit im Griff sein, dass nächste Saison ganz normal durchgespielt wird. Aber wann geht's los? Ende August, Anfang September in NRW. Wenn es normal läuft und es nicht da einen Lockdown gibt. Aber danach sieht es aktuell gar nicht aus. Wie gesagt, da geht ja eigentlich keiner von aus. Und die haben gesagt, das halbe Jahr, mindestens ein halbe Jahr, das nutzen jetzt, um rum zu experimentieren. Aber das nur als Anregung, wenn das vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Ja, super. Hatten wir ganz vergessen. Da habe ich nämlich auch ein paar Nachrichten zu bekommen von Spielern, die ich als Angriffsspieler kenne, die dann einfach mal gesagt haben, was spielst du denn für eine Noppe, was kannst du empfehlen? Und ich denke, das tut auch mal ganz gut, jetzt wo einfach der Druck weg ist, weil die Saison abgesagt wurde im Hobby-Niveau unter Oberliga, einfach mal was auszuprobieren. Ich spiele jetzt viel mit links, andere spielen lange Noppe. Ist, denke ich mal, ganz gut. So kann man so sich ein bisschen noch motivieren, weil da musst du natürlich fokussiert trainieren, wenn du Fortschritte machen willst. Ja, und schaden kann es nichts. Wenn man jetzt mal dann, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 3 Monate oder 4 Monate auf lange Noppe umstellt, man kriegt eine Menge Ballgefühl und dann sagt man sich, nee, okay, jetzt Saisonvorbereitung, 2 Monate noch, vielleicht auch 1 Monat, je nach Liga und Talent, wie viel Zeit ihr braucht, stellt ihr wieder auf normale
Beläge um. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder ihr seid dann viel am Drehen und habt die Noppe eher so als Notlösung, wenn jemand einfach im Angriff und offenen Spiel besser ist, dass ihr mit der Noppe einfach eine neue Variante habt. Und selbst wenn ihr mit normalen Belägen spielt, also ohne Noppe, bin ich mir sicher, dass ihr mehr Ballgefühl habt, wenn ihr weiter hinten an der Platte steht und auch mit geradem Belag mal einen Notfall-Unterschnitt Abwehrball spielen könnt. Den solltet ihr dann auch nochmal üben. Trotzdem, mehr Ballgefühl bringt das bestimmt, oder? Ja, absolut. Aber ich würde sagen, wir machen zu. Wir machen zu, Freunde. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Anhören. Bleibt gesund. Und Fabi, du hast die letzten Worte. Ja, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.